Hallo, an diesem Donnerstag in einer halben Stunde beginnt der amerikanische Handel und die Vorgaben für die Wall Street sind gar nicht so schlecht. Natürlich gestern Abend gab es ein paar Unternehmensdaten, die jetzt eben nicht ganz so gut ausgefallen sind, beispielsweise Intel. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, ob das den Dow Jones davon abhalten wird, seine Aufwärtsbewegung tatsächlich auch abzubrechen. Neun Tage in Folge mit steigenden Kursen haben wir bereits gesehen und jetzt, wie gesagt, heute werden wir erfahren, ob es den 10. gibt oder ob es am Ende des Tages, wenn dann weitere wichtige Unternehmenszahlen kommen, tatsächlich erstmal zu einer Verschnaufpause kommen wird. Schauen wir uns ganz kurz an, was in Amerika momentan für Themen gespielt werden. CNBC hat ja immer eine sehr schöne Übersicht, was man hier im Vorhinein zu erwarten hat. Also wir haben auf jeden Fall zunächst einmal die Arbeitsmarktdaten und Sie sehen, sie sind unerwartet gefallen auf einem 3-Monats-Tief. Das könnte unter Umständen so ein bisschen die Angst davor schüren, dass die amerikanische Notenbank vielleicht doch die Leitzinsen anheben wird. Aber ich habe Ihnen ja schon in den vergangenen Wochen und Monaten gesagt, die Argumentation für einen steigenden oder die Begründung für einen steigenden oder fallenden Markt, das können Sie mittlerweile tatsächlich modular sich zusammensetzen, wie Sie lustig sind, ob es der steigende oder der fallende Ölpreis ist, ob es die Wirtschaftsdaten eben sind. Momentan mein Eindruck ist, es gibt keine andere Assetklasse, die momentan für die Anlage taugt und deshalb werden die Aktienmärkte vermutlich weiter steigen. Es ist, wie gesagt, bei CNBC, wir haben hier noch einige andere wichtige Themen, die ich jetzt gerade nicht aufrufen kann, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben zunächst einmal heute nach Börsenschluss PayPal, die ihre Ergebnisse präsentieren werden, jetzt für das zweite Quartal. Wir haben auf jeden Fall noch Visa und wenn wir uns das ganz kurz mal hier an der nächsten Tafel anschauen können, genau gestern, heute ist es dann AMD nachbörslich, Visa, wie ich gerade angesprochen hatte, PayPal, Pandora als Internetvertreter der Internet. Branche. Das wird sehr interessant sein, was Pandora auch melden wird und gestern nachbörslich eBay, zu der wir später noch kommen. Und es waren noch einige andere Schwergewichte, Intel und wie gesagt dann Qualcomm. Kommen wir zu PayPal, das hatte ich gerade angesprochen. Es ist das erste Jahr, das erste komplette Jahr, dass man von eBay getrennt ist. Und ich habe eine kleine Grafik mitgebracht. Zunächst ganz kurz der Kurs noch, damit wir das abschließen können. Wir haben hier einen schönen Bruch dieser Abwärtstrendlinie. Es geht darum, jetzt hier diese Hochs rauszunehmen, damit der Weg nach oben frei wäre für weitere, ja, dann Höchststände. Aber jetzt zu dem, was ich gerade angesprochen hatte. Wir haben einige Grafiken mitgebracht aus dem ersten Quartal des laufenden Jahres. Und da haben Sie schon gesehen, dass das Wachstum bei PayPal absolut intakt ist. Wir haben hier das Total Payment Volume, also das gesamte Dollarvolumen, das umgesetzt wurde über die Bezahlplattform, da waren wir im ersten Quartal bei 81 Milliarden. Und Sie sehen, die Wachstumsraten sind absolut intakt. Was interessant ist bei PayPal, ist natürlich, dass die mobilen Plattformen auch ins Laufen kommen. Und was wenig Anleger wissen, ist, dass zu PayPal eben auch Venmo, nämlich eine mobile Plattform, die vor allen Dingen auf Jugendliche zielt, gehört und dass die momentan tatsächlich das Wachstum auch richtig antrifft. Wir haben hier noch für das erste Quartal 184 Millionen Konten. Und Analysten gehen jetzt davon aus, dass PayPal im laufenden Quartal, also dem zweiten Quartal, hier auf jeden Fall weiter wachsen wird und dass wir mit neuen Zahlen zu rechnen haben. Visa haben wir ebenfalls heute Abend mit Zahlen dabei und auch hier geht man davon aus, dass weiteres Wachstum gezeigt wird. Und weshalb wir jetzt Visa als Chart mit dabei haben, ist ganz einfach der Zusammenhang. PayPal kooperiert mit Visa und die Analysten sind wirklich sehr, sehr gespannt, ob Visa heute Abend weitere Details zur Kooperation mit PayPal bekannt geben wird. Es spricht einiges dafür, dass es so kommen wird, nämlich dass beide Unternehmen am gleichen Tag ihre Zahlen melden. Das Zweite, was dafür spricht, ist der zeitliche Versatz. Also Visa wird den Conference Call um etwa 5 Uhr amerikanischer Zeit, nachmittags amerikanischer Zeit beendet haben, währenddem PayPal erst anderthalb Stunden später die Bücher öffnet. Und für viele Analysten, wie gesagt, ist das Grund genug anzunehmen, dass hier einige Details noch kommen werden. Was die Zahlen betrifft für PayPal und Visa, bleiben wir natürlich am Ball und werden heute Abend dann darüber berichten. Kommen wir zu einem weiteren sehr interessanten Thema, das heute ganz bestimmt gespielt wird. Das ist Tesla, denn gestern Abend hat der Vorstandschef Elon Musk seinen zweiten Teil des Masterplans vorgestellt. Und wir scherzen immer so in der Redaktion,
Er müsste schon sagen, es wird fliegen, damit die Aktie auch weiter steigen kann. Das musste sie nicht. Wir sehen uns den Chart an, der ist ordentlich gelaufen. Aber tatsächlich hat auch Elon Musk nicht gesagt, dass Tesla demnächst auch fliegen wird können, sondern lediglich, ja, dass man in den Bereich Busse noch einsteigen will und Vans einsteigen will, dass man Carsharing betreiben will, also anbieten will. Und ich bin ganz ehrlich, aber ich bin momentan am Zweifeln, ob das ausreicht, um die Aktie auf dem aktuell hohen Niveau zu halten. Also für mich ist das ein praktisches Non-Event. Man hat das sehr clever gemacht, was das Marketing betrifft. Aber ob Tesla vor dem Hintergrund nochmal neue Hoch sehen wird, wage ich doch zu bezweifeln. Jetzt dürfte erstmal die Luft raus sein. Und die Erfahrung hat uns ja gelehrt, jedes Mal, wenn Tesla hier wenn Tesla tatsächlich mit Zahlen rausgekommen sind, haben sie den Markt eher negativ überrascht. Wir haben hier etwas Interessantes von Twitter. Das war gestern. Jetzt sind wir ein bisschen zu hoch gerutscht. Müssen wir ein bisschen runter. Genau, das ist ein bisschen träge, das System. Gut, kann man jetzt nicht ändern. Sie sehen, was gestern Elon Musk getwittert hat. Das war ein Autofahrer, der sich bedankt hat bei dem Unternehmen und gemutmaßt hat, dass der Autopilot, der eingeschaltete, gestern dazu geführt hat, dass ein Fußgänger nicht überfahren wurde. Er war abgelenkt und das Auto hat selbstständig gebremst, weil es offensichtlich ein Hindernis erkannt hat. Und dann hat Elon Musk bzw. Tesla zurückgeschrieben, das Auto, also das Logbuch des Autos, die Daten haben mittlerweile gezeigt, dass diese Anekdote, diese Version, die der Autofahrer von sich abgegeben hatte, diese Erklärung, dass sie auch tatsächlich echt ist. Was mir dabei so ein bisschen Sorge bereitet, ist tatsächlich, dass das Auto offensichtlich ein Logbuch hat und damit auch immer schön nachgewiesen werden kann, wo ich mich gerade befunden habe, wann ich mich gerade dort befunden habe. Also auf jeden Fall, für mich ist es eher beunruhigend. Auf der anderen Seite ist es auch schön, dass man von Tesla mal positive Nachrichten hört und nicht nur, dass Fahrer beim Drücken des Autopilotknopfes ums Leben gekommen sind. Also schauen wir weiter. Tesla für mich weiterhin kein Kauf bei eBay. Ja, gestern nachbörslich Zahlen. Es ist nicht besonders toll gelaufen. Das mag jetzt anders aussehen. Schauen Sie sich den Chart an. Es geht steil nach oben. Aber wenn wir uns jetzt gleich mal so ein paar Details anschauen. Wir haben hier die 3 Monate. Das Juni-Quartal 16 und 15 im Vergleich. Sie sehen, das ist der Umsatz, 2,23 Milliarden US-Dollar gegenüber 2,11. Also das große Wachstum, die Zeiten des großen Wachstums bei eBay sind ganz einfach vorbei. Und wir haben hier unten einen Gewinn aus den fortgeführten Operationen von 437 Millionen gegenüber 430 Millionen. Das wird jetzt ein bisschen höher aufgehängt, meiner Meinung nach. Es wurde natürlich gesagt, wir sind bei den Kunden gewachsen. Wir haben, Sie sehen hier, Active Buyers, die sind gestiegen. Wir sind auch beim Volumen, also beim Bruttovolumen letztendlich gewachsen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ohne PayPal fehlt mir ganz einfach der Kick bei eBay. Und angesichts dieser Wachstumsraten, muss ich sagen, ist mir die Aktie zu teuer. Kommen wir zu einem sehr interessanten Wert, zu einem hochexplosiven Wert, wenn man so sagen will, Zack. Dafür habe ich mir den Kollegen Flo Söllner mit ins Studio genommen, der das hier gerade auch schön verfolgt hat. Und Hallo. So, und du bist jetzt dafür da, um den Anlegern zu erklären, weshalb wir Zack gestern ins Musterdepot gekauft haben. Sag einfach, was macht das Unternehmen? Genau, grundsätzlich wissen wir alle, wir haben oft darüber gesprochen, über diesen großen Pokémon-Boom. Und wir haben uns ja teilweise unter die Jugendlichen gemischt. Ich auch mit Baseballkappe und Turnschuhen am Wochenende mal ein bisschen unterwegs gewesen. Und was eben auffällt, fast jeder zweite, jeder dritte Jugendliche hat sein Handy natürlich und ärgert sich sehr schnell, dass der Akku leer wird und haben dann so Akku-Powerpacks dabei. Und so im Team haben wir dann auch eine Aktie entdeckt, die hier wirklich sehr gut dazu passt, von diesem Trend zu profitieren. Ein Hersteller eben von solchen iPhone-Akku-Packs, damit die Kids und Jugendlichen und Junggebliebene wie wir hier eben auch draußen spielen können, weil draußen gibt es ja keine Steckdose, wie wir wissen. Und wir haben die Aktie natürlich auch gleich ins Depot aufgenommen, ist schon angesprungen. 9,7%. Wir werden auch im Aktionär nochmal in der neuen Ausgabe ab Freitag nochmal ausführlich darüber berichten, über die ganzen Zusammenhänge von Zack. Aber wir haben, glaube ich, gleich noch eine Grafik dabei, die schon mal zeigt, dass es tatsächlich Indikationen gibt, dass hier wirklich was los ist. Eine Frage zwischendurch. Okay, wir haben gestern die Aktie aufgenommen, 3.000 Stück zum Kaufpreis 6,39. Die Aktie ist angesprungen, ist mittlerweile 9,5% im Plus. Der eine oder andere Anleger mag sich fragen, lohnt das da noch jetzt hinterher zu springen oder ist der Zug eigentlich abgefahren? Also grundsätzlich muss man auch dazu sagen, haben wir auch geschrieben, ist es sozusagen ein bisschen eine unentdeckte Aktie, also eine handelsenge Aktie. Mhm. Man muss hier ganz klar limitieren, weil die Aktie bewegt sich schon mal sehr schnell, gerade wenn solche News wie Pokémon derzeit anstehen.
aber man kann immer noch hier mit Limit einsteigen, weil wir haben eine sehr günstige Bewertung. KGV ist bei 10 bis 9, erstaunlich günstig. Man muss dazu sagen, bislang ist SEC als Hersteller eben von so Protektoren, so Glasschutz fürs iPhone und von Akkus nicht mehr sehr schnell gewachsen. Das ist ein Markt, der hat keine großen Wachstumsraten. Okay, was ist das, was sehen wir jetzt hier? Bis jetzt. Okay. Plötzlich gibt es hier diesen Peak, diesen Sprung nach oben. Und zwar ist es ganz einfach, bei Google Trends haben wir geguckt, der Begriff Powerbank. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die jetzt googeln, ich brauche auch eine Powerbank, um eben Pokémon zu spielen. Das ist tatsächlich ein großes Thema. Okay. Und man sieht hier, letztlich ist hier der Begriff, hat sich fast verdoppelt, die Suchanfrage im Vergleich zum normalen Niveau. Also man kann es nicht davon ausgehen, dass jetzt doppelt so viele Powerbanks verkauft werden. Aber der Effekt dürfte groß sein. Erste Analysten sagen, Gewinneffekt bei SEC ist schon mal 15% Gewinnboost, nur durch das Spiel Pokémon. Und wir glauben sogar, dass das eher konservativ geschätzt sein könnte. Spannende Aktie. Das okay, ist. Also wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich habe vorher so viel Zeit gebraucht. Ja. Nichtsdestotrotz, du sagst, es ist weiterhin spannend. Die Anleger können auch weiterhin einsteigen, limitiert einsteigen. Limitiert ist wichtig. Und wir halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wünschen Ihnen einen schönen Handelstag und sehen uns morgen wieder. Tschüss.